Ah, die stehen ja direkt davor, ne? Ich verarsch die mal ein bisschen. Jetzt so rauskommen? Sollen wir jetzt raus oder zu wieder? Ja, lass raus sein. Aber wir müssen die Tür dann gleich wieder zumachen. Go, geh du. Spring. Auf den linken erst. Ich mach die Tür zurück. Auf welchen als erstes? Links. Ja, ich muss gleich Heiltrank nehmen. Ich muss jetzt einen Heiltrank nehmen. Ich hab auch einen. Renn weg, wenn du bei der Hälfte bist. Naja. Ich glaube, die schießen die Raketen. Ja, die haben gesehen, dass wir nackt sind. Die schießen mit Rocket Launcher jetzt hier. Haben sie mit Rocket Launcher? Okay, ich bin bei Hälfte, ich muss wegfahren. Ja, mach weg. Ja, ich bin auch bei Hälfte. Nein, die haben unseren Feuerzweig getötet. Ich kann in 9 Sekunden wieder heilen. So. Nicht runterfallen jetzt, ne? Nö. Viprox ist tot. Ich hab einen getötet. Nice. Und geht dann jetzt erstmal auf den linken. Ich komm jetzt in seinen Rex. Pass auf, dass du nicht stirbst. Ich kill erst den T-Rex. Ich gehe weiter auf den anderen, okay? Das ist kein Leben. Ja. Heizung hab ich gerade reingeworfen. Okay, ist tot. Komm schnell her. Oh, ich bin fast tot, Alter. Okay, ich muss erst weg. Ich muss weg. Mach den erstmal alleine, warte. Versuch dran zu bleiben. 10 Sekunden kann ich wieder weitermachen, sie dir. Der ist tot. Nice. Haben wir den Spieler getötet? Nee, gell? Ja, ist er abgesprungen oder was? Ich weiß es nicht. Da ist er, da ist er. Wir sehen nicht, also. Versuchen zu killen. Nice. Okay, dann lass die Spieler gleich jetzt noch looten, Alter. Hobi Urba. Vielleicht können wir die Sattel mitnehmen, vielleicht hatten die ja gute. So, wenigstens braucht mir keinen dummen Blitzstrike, Alter. Mist, okay. Ich würde da trotzdem gleich da nochmal hinmachen, ey. Mhm. Hast du schon gelootet? Ja. Hä? Ja. Die haben nur dein? Rüstung angehabt, Alter, mehr nicht. Ja, und Raketenwerfer. Okay. Ist halt nicht, wo die gestorben sind. War das jetzt Shootbox oder war das Skiller? Keine Ahnung. War jetzt, warte mal, wie hießen die denn? Hubi Urban, hieß da einer so? Ja, Hubi Urban. Ja, okay, dann war das Shootbox Boys gewesen. Das waren gar nicht die von eben, Skiller Killer. Ja. Und dann meinte mich einer, Mate hatte Timeout. Ja, ist halt Pech, kommt ja nichts dafür. Achso, deswegen so stören. Ja, das kann sein. Ich würde das halt gerne mal testen. Können wir nicht mal ganz kurz. Ich würde das gerne mal ausprobieren, ob du mich vom Prime Giga schießen kannst mit dem Blitzstrike. Du kannst ja gegen irgendwas Wildes kämpfen. Hm? Du kannst ja gegen irgendwas Wildes kämpfen. Gegen den wilden Blitzstrike oder was?
Ich dachte eher mal kurz Tribe raus und Unclaim und so, das ist jetzt vielleicht ein Ja, bisschen. passiert auch immer Fehler, weißt du doch. Okay. So, ein Jukebox wird auf jeden Fall irgendwo auf der Insel sein, denke ich, wo wir letzte Session waren, also auf Sunato, weißt du? Denke ich zumindest. Ja, wir müssen den Blitzzweig von dem einfach nur plätten irgendwie, ey. Okay, dann machen wir mal Kamikaze. Ich habe jetzt Longneck mit 15 Schuss dabei. Ist klar. Diesmal sollten wir vielleicht so ein bisschen passiv spielen. So ein bisschen weiter hinten, wenn du siehst, dass die kommen. Weiter zurück und so. Ja, das ist halt immer der Zwiespalt zwischen schnell drauf und die Viecher von den Köln. Und ich mein, wäre da, kein, wär da nicht dieser Blitzer von hinten gekommen? Diesmal werde ich auf jeden Fall besser aufpassen auf die ganzen Viecher. Ja, ich auch. So, Leute, wir testen jetzt nämlich, das haben wir nicht ausprobiert. Beim Dodorex ist es ja so, wenn der Blitzzweig auf den Dodorex schießt, dann ist er zwar auch gestunt, der Dodorex, aber der Reiter fällt nicht runter. Was ja der Fall ist, wenn man auf dem Prime-Rex sitzt. Das ist ja das Nervige. Deswegen sterbe ich ja ständig. So, und wir wollen jetzt nochmal gucken, ob der Prime-Giga, vielleicht fällt man da nicht runter. Aber wahrscheinlich fällt man auch runter. Geht los. Ich habe jetzt keinen Rocket Launcher dabei, ne? Ich hab einen. Ja. Hab ich voll gelootet. Super Nebel. Super, super, super Nebel. Oh so nein, okay. Ich bin rückwärts gelaufen. Ja, ist auch okay. Ist auch einfach. Komm zu dir. Okay. Das Problem ist, an der Bremgear kann er enragen. Ja. Wo bist du? Hier. Direkt in dir. Wir müssen versuchen, keine Damage-Meldung zu machen. Warte mal, ich hab Level ab. Ach du Scheiße. Dass das nicht aufhört. Einfach die Küste weiter folgen, ne? Ja. Okay, warte erstmal, ich muss erstmal 40 Sekunden noch, bis mein Rack Potion wieder geht. Oh, geh weg. Oh nein, da kommen ganz kleine vier. Ich habe auch Suizid-Potion dabei. Was man mal testen müsste, ist bei dieser Poison Eraser, der den Torbau wegmacht, wenn du gestunt bist und du bleibst auf Sitzen, dass du den vielleicht in die Dino reinklopfst. Vielleicht bringt das irgendwas. Ich glaub's ja nicht. Okay, dann. Aber es ist eigentlich voll dumm, dass ich kein Rocket Launcher habe für den Fall, dass ich gestunt werde. Weil dann kann ich nicht runterschießen jetzt. Ja. Willst du mir vielleicht einen geben? Kann ich machen. Warte. Ist jetzt bei dir drin? Ja. Ja. Okay. Alles klar. So, jetzt erstmal gucken, ja. So, da vorne ist irgendein Tier, warte. Ein Tier. Oh, die machen da irgendeinen Boss. Das wäre geil, wenn wir ihn da überraschen könnten, ey. Oder werden die den machen, hoch in die Base und denen alles niedermetzeln, ey. Da hätte ich ja fast noch mehr Bock drauf. Jetzt ist er wieder weg, oder? Nee, der ist noch da. Und sehr viele Turrets, aber. Ja, die Turrets können uns egal sein. Also die machen sowieso kaum Damage. Wir haben beide gute Sättel. Okay, der Trike ist, glaube ich, in dem ihrer Base drin. Also, ja, können versuchen. Vielleicht sollten wir versuchen, einfach reinrennen, versuchen, viele Dinos von denen möglichst zu killen und wenn ein Trike kommt, dann halt die Beine in die Hand nehmen erstmal. Und dann auf offenem Feld irgendwie versuchen. Okay, dann killen wir los. Weil mehr als 100.000 Leben hat ein Trike nicht. Da rechts sind unsere toten Tiere. Da, da vorne. Die greifen irgendeinen Gegner an. Stunnen irgendeinen Gegner. Okay, wo ist der Blitzstrike? Gehst du vor oder soll ich? Oh, wie kann ich denn jetzt schon wieder gestunt sein? Ich bin gestunt. Jetzt versuche ich die ganze Zeit aufzuhören.
Schon wieder. Mann, das kotzt mich an! Ey, das ist nicht zu glauben! Lol. Ey, das ist lächerlich. Das ist hochgradig lächerlich. Teleportiere ich mich auch noch falsch, ne? Die machen mich einfach nur sauer, die Blitzstrikes. Das ist behindert, ey. Ja, da sind die Turrets, da kann ich halt auch nicht langlaufen. Sind die hier drinnen? Ich glaube jetzt das Polymer. Aus dem Bastsammler, ne? Oh, das ist, ich komme hier nicht lang zu dir. Hier rennt das im Model 4 rum und rest in die Turrets. Ich komme. Noch sind unsere Viecher nicht tot. Ja, ich müsste eigentlich nochmal näher rankommen, aber jetzt würde ich mich gleich für den Turret wahrscheinlich. Vorne. Ich sehe unseren Giga, glaube ich. Der ist im Wasser. Okay. Versuch drauf zu springen. Ja, der ist noch ziemlich weit weg. Ich bin bei dem Bett. Ich weiß nicht mal, ob das unser Giga ist. Das ist unser, ja. Kannst du drauf? Ja, also ich bin im Wasser. Jetzt habe ich auch Follow. Jetzt werde ich angegriffen. Ja, ja, ja. Komm. Okay, ich bin drauf. Okay, ich bin im Trike. Versuch den Rex abzuholen. Der ist da vorne. Ich bin im Trike da, Beam. Jojo. Okay. Habt ihr den. Alles klar, ja gut. Ich seh dich, ich seh dich. Ich habe ja nichts mehr zu essen. Ey, warte mal. Ich hänge den T-Rex fest. Oh nein, jetzt nicht so eine Scheiße. Pfeif mal den T-Rex, pfeif den T-Rex bitte. Warte, ich steig ab. Jetzt pfeif den T-Rex. Pfeif nochmal. Okay, jetzt. Ich. Hä? Oh, sieh dir, ich häng fest. Der hat mich runtergesnipert. Jetzt bin ich tot. Spring runter, spring runter. Und dann pfeif. Und dann lass den dort, wo er ist. Scheiß auf den. Hauptsache, du kommst mit einem weg. Ey, wie der mich einfach weggesnipert hat, Mann. Ich glaube, ich sterbe jetzt an der Kälte. Vielleicht. Pfeif dir dann einen Heiltrank rein. Gute Idee. Und mach den anderen auf aggressiv, pfeift den aggressiv oder so. Ja, ich bringe jetzt erstmal den Rex nach Hause, oder? Also ich bin jetzt auf dem Giga und der Rex folgt mir gerade. Der Lightning Strike ist tot. Hätte ich echt runtergesnipert. Schade. Ansonsten wäre das jetzt vielleicht noch ganz interessant geworden. Tja, Rüstung halt, ne? Ja. Was machen wir jetzt? Nach Hause, wir haben noch 9 Minuten, dann ist es vorbei. Wir können doch gerne nochmal angreifen, jetzt rechnen sie nicht damit. Das hätten wir wirklich machen können. Warte mal, einfach nochmal drauf, scheiß drauf. Okay. Schade, dass wir den Elektro nicht haben. Ja. Ich seh's jetzt schon wieder kommen, die snappern mich wieder runter. Ja, wenn du dich bewegst, kann da nichts passieren. Stimmt, ich bin auch nackig, ne? Das ist eigentlich voll dumm. Bist du schon vorne? Ja. So, wir rechnen damit, dass wir die verlieren. Ich muss da nicht sauer werden, denn das ist nicht mehr.
Doch, ich hab den gesehen. Und so geht's auf jeden Fall immer. Nee, du machst Schaden gerade. Was machst du denn, Sidi? Ich lauf rum, rechts, links, damit ich Überblick krieg. Okay. Ja, da vorne steht schon wieder ein Blitzstrike bereit. Ja. Ah, Mann, ey, die Assi. Der kommt jetzt vor. Was haben die denn für Dinos, ey? Du sollst aufpassen, dass er nicht snipert. Poison Troy kommt da. Ja, lass aber nicht vor den ihre Base kommen. Nee, nee, das ist schon klar. Ich würde den erstmal ein bisschen rumrennen, erstmal checken, was die haben und so. Kann man dann später auch analysieren. Kommt er? Die haben da mehrere Blitzstrikes auf jeden Fall. Nee, 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 Kollege, das kannst du vergessen. Vielleicht muss man halt doch eine Sniper machen und versuchen, die runter zu snipern von dem Trike oder so, weißt du? Ja, gut, bist du gut. Ja klar, du musst halt öfters mal treffen. Ja, dann können die nicht so dumm rumstehen und wir können nichts machen, ey. Aber der Poison Trike, der wird den doch nicht instant betäuben, oder? Nee. Er wird nur versuchen, mal den Dodge-Schaden reinzuknallen, okay? 5 Minuten. Pass auf. Ja, ja. Ich hau den immer nur wieder den Dot rein. Wenn die nicht beisammen stehen, sind sie selbst schuld. Theoretisch könnte ich jetzt mal hochrennen, Alter. Einfach auf die Dinos gehen. Das wäre witzig. Versuchen zu snipen. Okay. Das ist nicht. Nein, da hat oh, das ist die Dia. Wieso rennst du da rein? Was? Wieso bin ich gestunt? What the fuck? Wieso ist mein... Hä? Ich wurde von dem Prime Giga 780 gekillt? Hä? Ich wurde... Das verstehe ich nicht. Ist der tot, unser Rex? Nee, also unser Prime Giga hat mich auf jeden Fall getötet. Wahrscheinlich wurde der betäubt. Den betäubt. Und dann ist er auf mich draufgefallen oder so. Oder? Ich weiß es nicht. Ich hab's auf jeden Fall noch weggeschafft, nur die haben unseren... Rex. Ja. Oh Mann, Trikes sind so lol. Trikes sind so lol. Trikes sind so lange. Oh, ich sehe hier einen. Ja, das ist ein gegnerischer Giga. Ah, der hat dich weggefuttert. Ja, aber wieso bin ich von meinem Sattel gefallen? Keine Ahnung. Oh. Kriegst mich nicht. Kriegst mich nicht. Das bin ich. Und das, du bist das. Hä? Da unser anderer Rex, der ist da vorne betäubt. Okay. Pass auf wegen dem Immortal. Ja, keine Ahnung, ich spring dann am besten zurück. Okay. Ja, okay. Ich box die weg. Ja, wir müssen einfach bei den Trikes, geht nicht anders. Wir müssen da einfach mit Sniper und mit irgendwie Rocket Launcher, whatever, arbeiten. Wir können auch mal zwei Elektro-Trikes mitnehmen. Und auf einen setze ich mich und den anderen schicke ich einfach vor. Und
Dann müssen die sich entscheiden, ob ich auf den Bilden, den ich aufgeschickt habe, oder auf mich gehe. Weil das dann werden, wird er dann so oder so. Aber ich habe jetzt, so was ich gesehen habe, fand ich jetzt nicht, dass sie so voll die krassen Dinos haben, oder? Nee. Also eigentlich müssen wir nur, wir müssen einfach mit ein paar mehr ankommen, glaube ich. Wirklich richtig Schwanz. Was ist das? Schwanz. Schwänz. Ist voll Schwanz mit den Chess Electro Ja, ich Trikes, finde Alter. das ultra frustrierend, ey. Da tamst du die übelst krassen Viecher und dann kommen solche Pillow Trikes und hauen dich vom Sattel. Das ist halt auch von der Mod total behindert gemacht. Aber weißt du, was wir jetzt noch machen? Was denn? Jetzt Jo. Aber guck mal, ganz kurz noch, Alter. Wir haben immer noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Primerex haben wir. Was ist das, ein Giga? Hat so einen langen Schwanz. noch ein Nee. Giga. Ach so, das ist eine Giga, okay. Ja, hab ich gerade zurückgeholt. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Jo, das ist schön, Alter. Puh. Ja, durchwachsene Zeichen. Also, jetzt die Frage ist halt auch, lohnt es sich, die überhaupt zu raiden? Haben die überhaupt so viele Schnecken und so, weißt du? Vielleicht am Ende haben die nur eine Kackschnecke. Ja. Also vielleicht, wir sollten uns vielleicht gar nicht so auf die fokussieren. Ich weiß es nicht. Das war, ist ja jetzt nur, weil Rache, 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 so, weißt du? Jo. Muss auch immer sein. Also am besten wäre es natürlich, wenn wir schön vier Dodorexe zusammenbekommen würden. Also einfach zwei Dodorexe wäre halt der Shit, weil dann fliegst du nicht runter vom Sattel. Dann bleibst du oben sitzen. Eigentlich wären zwei Dodorexe ziemlich geil, wenn ich so drüber nachdenke. Ja. Muss man halt nur zwei erfinden. Oder wir gehen auf Masse. Ne? Also wir greifen dann einfach mit 5, 6 Primerexen an und dann gucken wir mal, was passiert. So. Ist auch eine Idee. Können wir ein paar vielleicht auch Weißt du, was Elektro-Trikes man auf machen Masse? könnte? Man könnte die einfach mit der Tecma Target arbeiten. Und wir beide sitzen selber auf Blitz-Trikes. Weißt Ja, du? so wird es auch gehen. Das wäre vielleicht das Schlauste sogar. Und sobald die Ja. irgendwie sehen, dass die stunnen, dann müssen wir die ja nur irgendwie von 90 Grad anlaufen oder so. Also von einem anderen Winkel. Und dann müssen sie sich halt entscheiden, entweder die stunnen uns, dann kommen aber sofort die Rexe wieder auf die zu. Oder die gehen weiter auf die T-Rexe, dann können wir die stunnen. Ey, das ist, glaube ich, vielleicht die beste Taktik. Das ist wie so Heeresführer, so, weißt du? Wir sitzen auf solchen Pillow-Dinos und das sind quasi unsere Soldaten, die Rexe. Das müssen wir vielleicht mal ausprobieren. Können wir auch den. Ja, ne. Ja, das machen wir. So, in diesem Sinne, Leute, bis zum nächsten Session. Wir kriegen das auf jeden Fall hin. Macht's gut. Tschüssi. Ciao. Bad Boys, Bad Boys, what Konzept. you gonna do? What you gonna do? Where you come from? What Bad Boys, Bad Boys. you gonna do? Okay, reicht.